Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Stellar Age MMO Strategie. Ich starte das Spiel mal voll mit rein. Ton ist hier drinne. Sweet. Und das ist das eine Spiel, was ich eigentlich immer spiele. Deswegen gehen wir direkt auf meinen Account, was ich halt immer spiele. Naja, immer seit einem Jahr spiele ich das eigentlich regelmäßig. So gut wie regelmäßig. Manchmal bin ich nicht da, dann kann ich das nicht spielen. Aber so gut wie regelmäßig. Gut, dann fangen wir mal an. Überspringen. Hier ist die Hauptbasis, damit fängt man immer an und dann baut man halt und dann geht's halt los. Als erstes, was ich immer am Tag mache, ist, ich gehe hier auf VIP, hole mir mein Paket ab. Ich bin schon auf VIP 10. Dann gehe ich hier bei den Gegenständen rein. Benutze ich meine VIP-Tickets, die ich gekriegt habe, und einmal, dass die VIP 3 Stunden aktiv ist. Der Vorteil ist, wenn 3 Stunden aktiv ist, seht ihr hier, ich kann jetzt 2 Flugzeuge bauen, also zweimal etwas bauen. Dann nehme ich jetzt einmal hier den T2, leichten Jäger. Weil das eigentlich mein stärkster Jäger ist, den ich so Zeit habe. Und vergessen. Dann nehme ich mal hier. Was nehme ich denn heute? Bei denen kann ich nur 24 Stück am Tag bauen. Bei denen 200. Und das wird halt immer mehr. Weil die immer kleiner und leichter werden. Aber ich nehme den hier. Die 24 Stück. Und danach gehe ich immer hier drauf zu meinem Forschung. Ich bin dabei, ich möchte meinen Verteidigungen erstmal voll forschen, weil man wird hier sehr schnell angegriffen. Und wenn man hier angegriffen wird, du verlierst alle deine Schiffe und naja, nicht alle, aber fast alle deine Schiffe verlierst du dann. Ressourcen sind dann fast alle weg. Und das ist immer voll schwer, da wieder herauszukommen. Ich war bei 800 Millionen. Ich wurde vor einem Monat angegriffen und ich habe jetzt erst 600 Millionen an Kampfkraft dazu gewonnen. Das ist immer richtig übel. Dann jetzt die Sachen, die ich noch freigespielt habe. Jetzt werde ich noch die beiden Queste machen. Bericht. Hier kann, glaube ich, noch sehen. Nee, ist schon vorbei. Letzten Monat war das gewesen. Deswegen. Ja. Mein Unternehmen, also ist nicht meins, ich hatte mal eins gehabt, aber irgendwie war das Unternehmen auf einmal weg. Ich bin noch überall aktiv bei den Sternen, bei den, wie heißen die, Sphären. Oh, das ist ja cool, 2 Stück kaufen. Das ist cool. Jetzt habe ich sogar noch einen freigespielt, einen Kommandanten.
endlich habe ich den. Ich habe so viele Schoker von denen. Die möchte ich mal jetzt so benutzen hier. Na? So. Die eine Quest ist immer einen Kommandanten einmal ein bisschen aufleveln. Der braucht nicht aufleveln, sondern der braucht nur 20.000 XP. Zack, haben wir gegeben. Schon die eine Quest fertig. Aber ich werde hier nochmal schnell die Sachen alle benutzen. Okay, Level 5, das ist das Höchste. Das ist perfekt. Gut, dann geht's weiter. Machen wir das ab. Da kommen wir gleich hin. Die sind jetzt hier drin, die beiden Punkte. Die muss ich einmal anwählen. Das ist sehr viel Klickerei hier immer. Dann gehe ich jetzt auf Glücksgalerie. Und da drehe ich einmal am Rad. Zack. Ich spiele immer mit Einsatz 5. Weil ich hoffe, dass ich immer die Swipe kriege. Und beim Ride kriegst du noch 5 weitere Drehs mit dem, was du gerade gedreht hast. Und das ist dann ja bei 5. Wir haben 25. Dann wäre ich jetzt bei 35. Das wäre dann hier. Natürlich kriegst du mehr, wenn du immer nur auf 1 drehst. Dann kriegst du mehr Sachen. Aber dann würdest du bei dem Wald zum Beispiel, bei das Wilde drehen, nur 5 Punkte kriegen. Aber ist auch gut. Wer mehr Sachen haben möchte und nicht schnell hochkommen will, ist das kleine Drehen besser. Gut, jetzt haben wir das alles gemacht. Das nächste, die nächste Tagesquest ist hier. Das sind diese blauen, nicht die goldenen. Diese muss ich sie mal anklicken. Ich nehme aber erstmal den goldenen gratis. Ich habe davon 13, davon 53 und dann will ich jetzt zählen. Die mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Jetzt haben wir den auch fertig. Und was mache ich jetzt noch? Ja, die Queste, nee, das war ich nicht. Ich werde jetzt noch Ressourcen sammeln. Und das geht ganz einfach, wenn man hier oben rechts auf die Karte drückt. Dann bist du im Weltraum. Hier sind auch meine ganzen. Das sind die ganzen Clan-Mitglieder, die ich meine, weil es ja nicht mein Clan. Aber ich bin halt in den Clan drin. Und ich werde jetzt einfach 32. Damals, vor einem Monat, war ich noch bei 35 gewesen. Aber ich, da ich ja vor einem Monat zerstört wurde und alles verloren habe, musste ich halt ein bisschen kleiner wieder anfangen. Bin aber mittlerweile wieder auf 32 gekommen. Schwächste mit.
leichter Sieg, das ist gut, da habe ich wenig Verluste. Leichter Sieg, ist gut. Da gibt es Kommandanten, die sind gut gegen PvE, gegen Computer, und dann gibt es welche, die sind gut gegen PvP. Meine PvP-Leute habe ich alle zu den Sperren geschickt, die arbeiten dort, so dass ich die Arbeiter und die PvE noch hier bei mir habe. Leave doubt behind. Something on your mind? We can do this. Oh, das ging auch schnell. Und die beiden sind schon. Und die haben nichts, nur der eine. Okay. Das war blau. Blau ist ein Dev zuständig. Kann sich gut merken, der ist blau. Deswegen. Hier ist die Wolke. 30%. Der kann auch die anderen machen. Ist kein Problem. Aber ich sage mal, blau gehört zu blau. Der braun ist zu braun. Und der Mensch gehört zu grün. Ist viel. Ich probiere so wenig wie möglich Schiffe zu verwenden. Jetzt bin ich auf 34, drücke noch einmal drauf. Ich habe das schon ein paar Mal gehabt. Da habe ich genau die Schiffanzeige geschickt, bis der weg ist. Und dann war irgendwie noch 20 Stück oder sowas da. Von denen. Es war nicht schlimm. Kann man entweder verlaufen lassen oder nochmal hinfliegen, sich die 20 holen. Also die drei sind bei mir PvP. Daran merkt man, dass ich fast immer nur PvP spiele. Und die anderen level ich dann immer mit, indem ich sie einfach mitnehme. Das ist nicht gut. Na gut, dann der war auch noch da. Schade, verliere ich zu viele Leute. Naja, so viel nicht, aber ein paar mehr. Naja, was soll's. Und den und den nehmen wir mit. Und jetzt wird hier 80 abgeerntet. Gut. Alle sechs unterwegs. Die haben eine Angriffsstärke von 36 Millionen. Ich allein mit meinen Schiffen habe
eine Angriffsstärke von 25 Millionen, also normalerweise schlechter. My destination is clear. Das können wir ja gleich mal gucken. Die Kampfkraft ist hier. Aber erstmal 29 Millionen. Die haben eigentlich normal mehr Angriffskraft. Aber ich habe ja noch, wenn ich jetzt in meine Basis reingehe, was sehr, sehr wichtig ist bei dem Spiel, sind die Forschungen. Durch die Forschungen habe ich hier militärische Forschung. Da habe ich immer noch Prozente, die ich nochmal drauf gerechnet kriege, die so nicht dabei sind. Und das ist natürlich sehr wichtig dann. Und das auch schon der letzte. Diese fünf Leute habe ich auch noch. Die sind bei mir in der Basis und arbeiten dort. Schicken wir alle Schiffe hin. Weil das ist sowieso mein letzter Zug. Mehr kann ich jetzt nicht machen. Sieben Sphären habe ich zerstört. Wenn ich die eine Dailies noch haben möchte, müsste ich hier noch 33 zerstören. Das dauert immer so lange, deswegen mache ich die Quest nicht. Das sind allerdings 12 mal 15 Minuten. Ist schon gut. Dann repariere ich jetzt die ganzen Schiffe, die mir in Grad kaputt gegangen sind beim Angriff. Dauert 1 Stunde 30 Minuten. Die lasse ich dann bis morgen reparieren. Weil nächstes Mal, wenn ich spielen werde, ist es morgen. Also heute werde ich da nicht mehr spielen. Spiele ich auch nur immer einmal am Tag. Victory never comes by itself. Das sind meine ganzen Kommandanten, zwei fehlen mir noch. Den hatte ich damals verpasst. Den kommt man sich, wie ich den einen jetzt gerade gekauft habe. Du gehst auf Unternehmen und gehst auf den da an. Da konntest du damals hier bei Limit immer diese Figuren kaufen. Aber da hatte ich noch nicht so viel Geld. Deswegen habe ich gedacht, ne, mach ich nicht. Und bei den anderen war es genauso. Beim anderen Kommandant. Bei denen hier. Wo ich die jetzt herkriege? Hier, aber noch nicht einen einzigen bekommen. Daher. Den auch? Ja, den auch. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's schon für heute. Ich kann noch mal zeigen, wo man die Leute einsetzt. Einmal hier um beim Radar. Ne, nicht da, beim Radar. Ach, hier beim Radar. Da kannst du Berater einsetzen, da habe ich drei Stück drin. Und die anderen zwei kann man hier beim Schildgenerator einsetzen. Unter Verstärkung, ne? Ne, doch hier. Da sind die beiden. Ja. Gut. Da kann man noch ein paar Sachen mehr mitmachen bei dem Spiel. Aber ich würde sagen, das reicht fürs Erste. Werde ich das Spiel jetzt beenden, hole mein Ticket ab und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.